Mischrationen bringen Milch- und Mastbetrieben zahlreiche Vorteile. Futtermischwagen zum Erstellen von Mischrationen kommen in gezogener, selbstfahrender oder stationärer Ausführung zum Einsatz. Da diese Maschinen täglich eingesetzt werden, kommt es früher oder später zum Auftreten von Verschleiß. Man unterscheidet zwei Verschleißarten an einem Mischwagen. Abrieb durch Reibung mit dem Futter und dem darin enthaltenen Sandanteil. Korrosion durch Kontakt zwischen dem Metall und dem Futter, das mehr oder weniger Säure enthalten kann, vor allem Mais. Mehrere Faktoren können das Auftreten von Verschleiß begünstigen. Das sind neben der Einsatzintensität das Verhältnis Behältervolumen zu Schneckenanzahl, der Säuregehalt der Ration, der Rauffutteranteil, Futterreste auf dem Behälterboden und am wichtigsten die Austauchintervall für Verschleißteile. Das Verschleißniveau eines Mischwagens lässt sich an folgenden Anzeigen erkennen. Vor allem an den Messern, die möglichst scharf sein sollten. Dann an allgemeinen Verschleißzustand der Mischschnecke. Verschleiß tritt zunächst am Umfang der Windung auf. Zuerst kommt es zur Abnutzung an den Rändern, dann über die gesamte Fläche sowie am Zentralrohr. Diese Schnecke aus machtüblichem Stahl war über 10 Jahre im Einsatz. Die ursprüngliche Stärke von 15 mm verringerte sich am Rand auf 8,5 mm und in der Mitte der Windung auf 10,5 mm. Aber auch im Behälterinneren ist ein fortschreitender Verschleiß feststellbar. Die Zerkleinerung der Halme erfolgt auf den ersten 60 cm des Behälters. Die Abnutzung dieses Bereichs kann am Dosierschieber beurteilt werden. Sie setzen Ihren Mischwagen intensiv ein und möchten, dass er einen möglichst hohen Wiederverkaufswert erzielt, dann sollten Sie die Canox-Technologie von Kühn einsetzen. Canox Edelstahl ist eine Metalllegierung aus Chrom und Ferrit. Chrom schützt vor korrosiven Verschleiß und schützt so vor Silagesäuren. Ferrit erhöht die mechanische Festigkeit, zum Beispiel beim Auflösen von Silageballen. Wo wird die Canox-Technologie konkret eingesetzt? Am abwinkelten Räumer, an der Schneckenwindung, am Zentralrohr und an den Schweißnähten. Canox ist auch für die Behälterwand erhältlich und wirkt dort wie eine zweite Haut bis auf 80 cm Höhe, beidseitig montiert oder nachrüstbar. Bei dem Mischwagen mit Einstreufunktionen gibt es Canox auch am Gebläseboden. Welchen Vorteil hat Canox? Canox verlängert die Lebensdauer der Mischschnecken. Vergleichstests haben gezeigt, dass die Lebensdauer einer Canox-Mischschnecke sechsmal länger ist als die einer Standardschnecke. Canox ist fast unverwüstlich. Beispiel: Diese Canox-Mischschnecke war über 7000 Stunden im Einsatz und hat über 50.000 Tonnen Mischgut verarbeitet. Dennoch ist sie in tadellosem Zustand. Planen Sie beim Kauf Ihres nächsten Mischwagens die Canox-Technologie als zusätzliche Investition ein. Der Händler beurteilte den Wert eines Standard-Mischwagens nach dem Zustand der Verschleißteile. Müssen vor dem Weiterverkauf Teile ausgetauscht werden, wird sich dies auf den Preis des Mischwagens niederschlagen. Mit der Canox-Technologie erzielen Sie einen höheren Verkaufspreis, da kein Austausch der Canox-Teile erforderlich ist. Die Maschine kann auf dem Gebrauchsmaschinenmarkt schneller verkauft werden. Die Canox-Technologie bringt Ihnen folgenden Vorteile: längere Lebensdauer Ihrer Maschine, höherer Preis beim Verkauf, geringere Betriebskosten, weniger Eisenpartikel im Futter für einen gesunden Tierbestand, umweltfreundliche Lösung, da der Mischwagen nach einem Verkauf weiterhin im Einsatz bleibt. Canox ist für die gesamte Baureihe an den Mischschnecken und an den Behälterinnenwänden erhältlich, also bei den gezogenen Mischwagen mit 1, 2 oder 3 Vertikalschnecken, den stationären Mischwagen, den selbstfahrenden Mischwagen mit 1 oder 2 Vertikalschnecken.